Herzlich willkommen zum Podcast für Ihren starken Auftritt. Heute geht es darum, wieso Komplimente den Smalltalk bereichern und wieso es uns schwerfällt, Komplimente auszusprechen. Aber es geht doch darum, wie können wir sie wirklich annehmen. Mein Name ist Magda Bleckmann. Ich sorge dafür, dass meine Kunden ihre Wunschkunden bekommen. Sie kommen locker ins Gespräch und präsentieren sich überzeugend. Wer hört sie nicht gerne? Wer spricht sie öfters aus? Gemeint sind die Komplimente. Was wollen Sie Ihren liebsten Menschen, den Mitarbeitern oder Kollegen schon immer mal sagen? Was bewundern Sie ihnen und haben es bisher verabsäumt, es Ihnen auch mitzuteilen? Am 1.3. war der Tag des Kompliments. Ich finde, das ist ein guter Anlass, allen nochmal den extra Schubs zu geben, den es immer wieder mal braucht, um hier aktiv zu werden. Und eigentlich soll es jeden Tag gelten. Also einmal am Tag ein Kompliment ausgesprochen. Das tut nur nicht nur unserem Gegenüber gut, sondern auch unserer Seele gut. Deshalb habe ich das Ganze jetzt auch zu einem Podcast und Video gemacht. Aber wieso ist das eigentlich so? Komplimente zeigen Anerkennung, Wertschätzung. Sie motivieren und machen auch selbstbewusst. Ja, sie sind sogar notwendig, denn ohne die Bestätigung sind wir oft verunsichert in dem, was wir tun und wir geben uns auch weniger Mühe. Aber damit nicht genug. Der Mensch, das ist sehr spannend, der tendiert zu reziproken Verhalten. Das heißt, so wie er behandelt wird, das will er auch zurückgeben. Das heißt also, drücken Sie Ihre Wertschätzung, zum Beispiel in Komplimenten aus, wenn auch Sie merken, dass genau diese Freundlichkeit auch wieder Ihnen widerfährt. Das ist doch was Schönes, oder? Denken wir, das ist ja der Anlass, wirklich auch Komplimente auszusprechen. Aber wann haben Sie zum letzten Mal jemand ein Kompliment gemacht? Und noch spannender finde ich die Frage, wann haben Sie das letzte Mal ein Kompliment erhalten? Laut Gerhard Roth, der ist Neurobiologe am Institut für Hirnforschung der Bremer University, dürfte es nicht allzu lange her sein. Denn wir können ohne Komplimente nicht. Er sagt, Komplimente sind ein Schmiermittel in der Gesellschaft. Also gar keine Komplimente zu verteilen, das wirkt unhöflich und würde sich sogar negativ auf den sozialen Status auswirken. Wer jedoch Komplimente verteilt, der nimmt Menschen für sich ein, weil sich jeder darüber freut. Das ist einerseits egoistisch, aber auch praktisch, meint der Herr Roth. Im Job motivierender als Geld sind eben auch diese Komplimente. Und die haben nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld eine positive Wirkung. Da gibt es wieder eine Studie von der Unternehmensberatung McKinsey durchgeführt, die besagt, dass besonders nicht finanzielle Anreize wichtig sind, um den Angestellten ihre Wertschätzung auszudrücken und sie zu motivieren. In der Befragung von mehr als 1000 Managerinnen und Mitarbeiterinnen zeigte, dass Anerkennung und Lob durch die Chefetage genauso wichtig sind oder sogar noch wichtiger sind als leistungsabhängige Bezahlung oder höheres Gehalt. Das finde ich ja wieder total spannend, ne? Das Kompliment mehr bewirkt. 67%, sagt diese Studie der Teilnehmerinnen, schätzten Lob von direkten Vorgesetzten als sehr effektiv oder extrem effektiv ein, um die eigene Motivation zu steigern. Also Sie sehen, Lob tut unserer Seele wirklich gut. Und dass man wirklich gar nicht für Komplimente empfänglich ist, das gibt's kaum. Das erklärt wieder der Herr Roth. Lob tut unserer Seele einfach gut. Der Körper schüttet dann Belohnungsstoffe, sogenannte Opioide, aus. Wir fühlen uns durch das Gesagte gut und unser Selbstbewusstsein wird gestärkt. In der Folge würden wir uns dann noch mehr anstrengen, um noch mehr Lob zu erhalten. Also diese positive Wirkung, die tritt nachweislich auch auf, wenn die Komplimente übertrieben sind. Das fand ich wieder einen besonders spannenden Effekt. Also diese chemische Wirkung der Opioide, die ist laut Roth sogar nahezu identisch mit der von synthetischen Drogen. Er vergleicht das mit einem Vortrag mit ganz viel Applaus am Schluss. Und da muss ich ihm echt recht geben. Ich bin ja auch Vortragende. Und dieses Gefühl am Ende eines Vortrags, dass der so ankommt, dass die Menschen applaudieren, dass es sogar Standing Ovations gibt,
Das wünschen wir Vortragende uns und das wollen wir, wenn es einmal passiert ist, immer wieder haben. Und das kann sogar in so eine Richtung Rausch gehen, löst ein Hochgefühl aus und hat eben natürlich auch mit dem Wunsch nach Anerkennung zu tun. Deshalb die Empfehlung, weniger Kritik und mehr Lob. Aber warum fällt uns das oft so schwer, denen, die wir doch lieben und schätzen, auch echte Wertschätzung zu zeigen? Woran liegt es, dass wir diesen Liedtext, diesen bezaubernden von Ein Kompliment der Sportsfreunde Stiller, auf jeder Party kollektiv mitsingen können, aber in der intimen Zweisamkeit mit unseren Liebsten uns oft die Sprache verschlägt und wir das, was wir wirklich fühlen, nicht aussprechen können? Und das sagt der Herr Krüger, der Psychotherapeut und Buchautor ist aus Berlin, der sagt, das liegt eben auch an unserer Psyche. Wir sind in Europa grundsätzlich sehr verhalten, was Emotionen betrifft. Wenn Sie allein schon mal eigentlich ein Stück weiter nach Italien gehen, aber noch mehr in arabische Ländern, da ist man regelrecht verschwenderisch mit Anerkennung und blumigen Bemerkungen. Das würde uns ja schon wieder ganz, ganz komisch vorkommen. Gerade in Deutschland gilt ja ein ganz anderes Prinzip. Anerkennung muss man sich verdienen. Bei uns kritisiert man lieber. Oder, wie ich es auch immer wieder von meinem Vater gehört habe, nicht kritisiert ist Lob genug. Es ist halt schade, dass man diese Chance weggibt, hier wirklich was zu verändern und andere Menschen zu motivieren und uns selber was Gutes zu tun. Also wie sprechen wir Komplimente jetzt wirklich aus? Wichtig ist, möglichst konkret, ehrlich gemeint und auch zeitnah. Es ist zum Beispiel besser zu sagen, Schatz, ich liebe an dir deine direkte Art, so wie du mir das gestern gesagt hast, das finde ich super, ist besser wie, du bist toll. Dasselbe gilt auch für Mitarbeiter. Nicht nur sagen, das ist super, dass sie mich unterstützen, sondern konkret, was sie genau empfinden. Also einen besseren Effekt könnten wir erzielen, wenn wir sagen und unsere Gefühle auch dazu preisgeben. So wie Sie gestern diesen Brief ohne Fehler und ohne Aufforderung selbstständig geschrieben haben. Das finde ich toll. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, dass ich mich auf Sie verlassen kann und dass Sie Ihre Arbeit in guter Qualität abliefern. Das ist doch eine ganz andere Qualität. Und natürlich muss es ehrlich gemeint sein und darf nicht Mittel zum Zweck sein, um sich einzuschleimen oder etwas zu erreichen. Also nur wenn es wirklich ehrlich und echt ist, dann kommt es auch an. Und auch im Smalltalk gilt diese Regel. Sprechen Sie ehrlich gemeinte Komplimente aus. Wichtig ist, nicht nur dran zu denken, boah, das schaut hübsch aus, toll gekleidet, sondern auch wirklich es auszusprechen, konkret und ehrlich. Diese kobaltblaue Farbe zum Beispiel, die steht Ihnen sehr gut. Oder diese hübsche Branche, die gefällt mir besonders gut. Und Sie werden sehen, die Menschen werden auch lieber mit Ihnen sprechen, weil Sie jemand sind, der positiv ist, der angenehm ist. Und das Schöne, wie gesagt, ist nochmal Komplimente auszusprechen, tut nicht nur unseren Gegenüber, sondern uns auch selber gut. Macht uns selber auch selbstbewusster. Deshalb, probieren Sie es aus. Kompliment könnte schon sein, Daumen hoch. Ich freue mich über Kommentare, Bemerkungen von Ihrer Seite, auch positive Rezensionen. Und ich wünsche Ihnen beim Aussprechen von Komplimenten ganz, ganz viel Erfolg. Gern stellen Sie dazu Ihre Fragen im Kommentarfeld und vergessen Sie sich nicht, das Download unter www.magdableckmann.at/starkerauftritt herunterzuladen. Viel Erfolg, Ihre Magda Bleckmann.